Ach, das ist nur für mich ein Indikator gewesen. Hör mal, hier ist ein Gefangener. Befrei ihn. Finde ich nett von dem Spiel, dass mir da wirklich dann nochmal mit der Nase wirklich draufstoßen. Okay, jetzt versuchen wir uns mal hier mal ein bisschen strukturierter umzuschauen. Also hier in dem mittleren Bereich, da waren wir ja schon. Aber ich würde jetzt eigentlich auch vermuten, dass hier irgendwo noch für uns eigentlich was rumliegen müsste, sollte, dürfte. 43 Munition ist in Ordnung. Ist das hier? Das ist keine. Ich dachte, das wäre eine Nähmaschine. Ich verstehe auch nicht, wofür diese. Wofür das da sein soll. Was habe ich davon? Aber okay. Na gut, auch noch Munition. Entschuldigung, ich wollte dich nicht kaputt machen. Wirklich nicht. Das war keine Absicht. Ich würde meine Kohle auf jeden Fall auch niemals verschwenden, um mir Munition zu kaufen. Außer vielleicht für einen Raketenwerfer oder so. Also irgendwas, was man super selten bekommt. Jetzt kommen wir eigentlich mal... Will ich das? Ich weiß nicht, ob ich das will. So, da kann man einmal hier runter. Aber wir können auch hier weitergehen. Du kannst einfach durch Wände verschwinden. Das ist ja dreist. Irgendwo muss hier doch noch eine verkackte Nachricht sein. Klar, wie gesagt, Gold kann ich auch noch genug finden. Jetzt eigentlich ja schon mal. Auf jeden Fall sind die Gefangenen weg. Die haben wohl offensichtlich wirklich einen Weg gefunden. Okay, hier geht's schon wieder zurück. Entschuldigung, muss ja nur noch mal kurz gucken. Ja, tatsächlich, da fehlt mir noch einer. Weil den will ich wirklich haben. Ich frage mich nur, wo habe ich denn jetzt noch nicht nachgesehen? Also ich könnte doch mal runtergehen in den einen Bereich. Oh, da könnte vielleicht was auf dem Bücherregal liegen, ne? In den einen Bereich, wo ich, wie gesagt, den Zivilisten aus Versehen... ich sag mal, mit der Granate getötet habe. Wenn ich das denn war. Das weiß ich auch nicht so genau. Ansonsten fällt mir nichts mehr ein, weil ich denke, ich habe mich sonst eigentlich ganz gut umgeschaut. Hier wäre nämlich genau dieser Bereich. Abkürzung der Leiter. War ich hier schon mal drin? Das weiß ich zum Beispiel nicht. War ich da unten schon mal drin? Hier, auf der Seite? Keine Ahnung. Ah, haha, hier war ich noch. Guck mal, das war einfach ein Bereich, den habe ich wohl noch nicht gesehen. Wie schlecht. Alter. Regal ist auch nichts drin. Ja, da hoffen wir das Beste, dass hier vielleicht noch das drin ist, was ich suche. Ha! Ist sogar beides drin, sehr geil. Perfekt, so muss das sein. Eine Peitsche? Elite Guard Weaponry. Ach so, das sind die Mädels wahrscheinlich. Die haben Ninja-Sterne. So wie es aussieht, in Form eines Hakenkreuzes und eine Peitsche. Also eher auf den Nahkampf ausgelegt. Ja, aber guck mal, nicht schlecht, ne? Haben wir wieder was gelernt. Gut, dann können wir jetzt aber wirklich mit einem guten Gewissen auch abhauen, weil jetzt haben wir hier wirklich alles gefunden. War aber auch dumm von mir, dass ich da einfach mal zwei Räume nicht begutachtet habe, weil ich zu sehr im Kampfmodus war. Gut. Ist halt so. Dann haben wir nochmal kurz unsere Energie auf. So. Ja, ich würde dann jetzt eigentlich gerne nochmal zum Schwarzmarkthändler gehen. I broke into an old garment factory where the SS were getting ready to have elite guards interrogate three Golden Dawn agents. No doubt Zeta wants to know what the Golden Dawn is doing in Eisenstadt. I managed to free the agents before they were injured. Hopefully this will prove I'm trustworthy to Dr. Alexandrov. Warum soll ich denn das Vertrauen von ihm gewinnen? Ich helfe denen doch. Aber okay, most used power shield? Nein, das ist gelogen. Also meine normale Sicht, die habe ich am meisten verwendet. Ah, okay, wie dem auch sei. Bergerbier. Ich mag das Plakat im Hintergrund. Der guckt auch so richtig so, Nee, ich wollte jetzt auf jeden Fall nur noch einmal kurz zum Schwarzmarkt düsen. Um mal so ein paar Upgrades vielleicht mal so holen, ne?
Das können wir zum Beispiel als Wegpunkt schon mal setzen. Zack. Oder haben wir jetzt hier irgendwo noch einen Mission Giver? Weder im Ost noch in West. Okay. Gut. Dann ist es so. Ach so. Was wollte ich gerade sagen? Da sehe ich doch was blinken. Auch gut versteckt. Hier war ich auch noch nie, ne? Bin ich jetzt hinter dem einen Plakat, wo schon mal so ein Soldat stand? Und ich gefragt habe, wie der da hingekommen ist. So, gerade wenn ich, immer wenn ich hier in oberen Bereichen bin, dann denke ich immer, okay, hier muss ich mich besonders gut umschauen. Nee, wir gehen erstmal aufs Vordach. Hier so hin. So, leck mich. Ah ja, jetzt müssen wir uns ja auch mal fallen lassen, ne? Und ich bin nicht tot, sehr gut. Freut mich. Ah, ich glaube, das Gute war, hier gab es direkt um Ecke einen Zugang zum anderen Midtown-Gedöns. Genau, Midtown West. Perfetto. Perfetto. Ja gut, immerhin haben wir uns ein bisschen in der Stadt umschauen können, haben einige Goodies auf jeden Fall auch bekommen. Und einen, ja, optionalen Missionsstrang offensichtlich komplettiert. Also, weil da wollte ich mal kurz gucken bei den Objectives. Jetzt denke ich, ich habe jetzt wahrscheinlich nur noch, genau, wieder nur noch das Krankenhaus. Achso, das war hier irgendwie... Wenn man raus, genau, wollte gerade sagen, habe ich bestimmt wieder an der Tür vorbeigelatscht. So. More bullets? Oh, look. We'll be selling out. That celebrity little brother. Können wir bitte einen nach dem anderen sprechen, das wäre nett. Agent, I still haven't worked out what your mission is here. But if we can find out who you are, we can find out what you want. Ich will nur gute Waffen haben. Starke Waffen. Mehr will ich gar nicht. Hallo! In need of some supplies. So, was haben wir denn hier überhaupt jetzt im Angebot? Puh, so gute Frage, ne? Meier. 6300, alter Vater. Also Kohle haben wir schon mal nicht wenig. Genau, hier ist ja Reflective Crystal. Meier und Veal. In a brilliant moment into the ancient tomes has revealed that these crystals can increase your Veal energy pool even further. Also habe ich noch mehr Energie. Ja, machen wir. Komm, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Was haben wir denn hier bei der MP40? Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Weil das Nachladen nervt nämlich richtig hart bei der Waffe. Und Upgrades, improving basic accuracy. Die Genauigkeit ist eigentlich schon nicht schlecht von dem Gerät, ne? Ach komm, nehmen wir. Egal. So, das müsste komplett aufgelevelt sein, genau. Ja, und ja gut, jetzt haben wir das auch komplett aufgelevelt. Was fehlt uns hier noch? Das Tactical Scope, das ist, glaube ich, ziemlich praktisch. Ah, guck mal, das bekommen wir vom Hospital. Einen Rückstoßverringerer. Und hier auch nochmal ein Genauigkeitsupgrade. Panzerschreck, was haben wir hier? Oh, wir haben einfach letztes Mal alles gekauft, was wir kaufen konnten. Auch Hospital. Airfield, okay. Die Partikelkanone. Oh, hier können wir noch ein bisschen was machen. Catalyst to the weapon's particle generation system, reducing the time it takes to the weapon to spin up and fire. Ja gut, da wir jetzt eh keine andere Verwendung für die Kohle haben, ne? Nehmen wir einfach das, komm. So, jetzt wäre hier nur noch die Frage. Da haben wir nichts wahrscheinlich, ne? Genau. Hier haben wir auch alles. Shield. Ach so, ja gut, 1000 und Maya. Wenn nochmal 3000. Also, ich kann auf jeden Fall noch genug Sachen zum Geld ausgeben. Also, oder anders gesagt, wenn ich Geld habe, habe ich doch genug Möglichkeiten, es auszugeben. Da brauche ich mir also keine Sorgen zu machen. Finde ich immer ein bisschen unbefriedigend, weil ich hätte lieber mehr Geld, als ich ausgeben dürfte, könnte, sollte. Aber gut, ist es wie es ist. Umso mehr freue ich mich dann immer jedes Mal darüber, wenn ich wieder das Geld finde. Ja, ich würde jetzt eigentlich schon mal nur gerne, damit ich nächstes Mal keine Rumgerenne habe, schon mal zum nächsten Missionsgedöns wieder hingehen wollen. Dafür müsste ich doch jetzt eigentlich erstmal wieder zurück zu Midtown irgendwas, ne? Ach, ich folge einfach hier wieder meinem Navigationsgerät. Der wird schon wissen, wo er mich hinführt. So. Ja, guck mal, der zeigt mir sogar, wie ich die Soldaten umgehen kann. Also eigentlich können wir jetzt mal unsere neu aufgedröselte MP40 dann ja mal ausprobieren.
sehr gut. Doppelt so viel Magazinstärke oder Magazingröße. Ist wirklich, wirklich super praktisch bei der Waffe. So. Also dass wir dann zumindest schon mal zum Krankenhaus gehen, vielleicht dann noch die Sequenz und uns angucken können. Wolfenstein. So. Aber war eigentlich wirklich super effektiv, die heutige Aufnahme, weil in beiden Bereichen, also in beiden Bereichen kann man ja sagen, es ist Hauptquartier und die Fabrik, haben wir einfach alle sammelbaren Sachen sammeln können. Das ist gut, finde ich. Oh, das sieht nach einer Sequenz aus. Vielleicht doch nicht. Vielleicht ist es doch nur eine Ladepause. Ah, weil bis die Ladepause mal kam, hat zu lange gedauert. Die Ladepause selbst dauert auch recht lange, ne? Und das ist, glaube ich, auch wieder eine Hauptquest. Die wird wieder ein bisschen umfangreicher sein. Explanation. Nazis are performing some kind of experiments on the patients in the surgical room. Okay, und somit haben wir schon mal den nächsten Gegnertypen kennengelernt. Auch gut. Ja, oh, was ist das? Ist das ein Bild oder ist das... Okay, alles klar. Ich habe nichts gemacht. Gut. Ne, dann würde ich jetzt hier für heute aufhören. Hat der eine Pistole in der Hand? Ne, hat er nicht, okay. Dann würde ich hier für heute aufhören. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den nächsten Gegnertypen kennengelernt. Was haben wir denn jetzt mittlerweile alles? Wir haben also die Soldaten. Also die würde ich jetzt einfach mal alle unter eine Kappe erstmal nehmen. Die normalen Soldaten, ob die jetzt ein MP... 40 haben, eine MG43 oder eine Karabiner, ist mir da eigentlich erstmal persönlich egal, aber es sind normale Soldaten, die halt schießen können. Dann haben wir die Leute, die mit den Brillen sind, also die mit den Brillen, die diese blaue Energie auf uns schießen können, ne? So ein bisschen die Okkultisten, die sich dann auch schnell bewegen können, die wir dann eigentlich nur oder besser besiegen können, wenn wir die Zeit verlangsamen oder halt in deren Dimensionen auch abtauchen können. Dann kennen wir diese Krabbelfiecher, die Sniffer, so hießen die ja, glaube ich, ne? Die Elite-Soldaten, also die Fetten mit der Partikelkanone, meine ich, wo man die Schultertanks kaputt schießen muss. Dann kennen wir jetzt noch die Mädels, die haben wir jetzt neu kennengelernt, die mit den Peitschen. Wobei ich die eigentlich nie mit Peitsche gesehen habe, sondern die waren einfach immer, die hingen bei mir im Gesicht, dann habe ich sie abgeschossen. Und jetzt haben wir die, keine Ahnung, Ninjas, oder wie soll ich die nennen? Mit den beiden Klingen. Scheint auf jeden Fall auch einiges auf von Nahkampf zu halten. Ich weiß nicht, ob die auch Fernkampfangriffe haben, aber ich schätze mal, wenn ich meine Sicht aktiviere, da werde ich die höchstwahrscheinlich sehen können. Tippe ich einfach mal. Gut, ja, und mir ist aufgefallen, die Brutalität gegenüber Frauen, ich kann mich aber täuschen, eines Besseres belehrt werden, scheint ein bisschen herabgesetzt worden zu sein. Weil bei Männern, ne, die explodieren einfach oder die fliegt der Kopf halt durch die Gegend, sonst irgendwas. Und bei den Frauen ist zwar auch super viel Blut immer geflossen, aber zumindest habe ich noch nicht gesehen, dass sie irgendeinen Körperteil verloren haben. So, ja, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal kurz in die Statistik, wie es da aussieht. Oh, 23 Gold, 6 Inch und 2 Tomes. Müsste vergleichbar genau mit der Farm und der Kirche sein. Ungefähr, ja. Ist ein größeres Level auf jeden Fall. Upgrades haben wir eigentlich schon ziemlich viele, ne? Also Geld schadet natürlich trotzdem nicht. Und 51% vom Spiel haben wir jetzt erfüllt. Hab ich schon gedacht, heute war es dann wahrscheinlich nicht so viel, ne? Aber ich sag mal, pro Aufnahme 10%, das kommt ja ungefähr hin. Und, ja, waren halt nur Sidequests, die ich jetzt heute gemacht habe. Aber dafür auch einiges an Gutes, wie gesagt, auch sammeln können. Und wie gesagt, ob wir hinterher die 100% erreichen werden, ne? Oder ob wir dafür auch alles finden müssen, das weiß ich halt nicht, ne? Aber ey, für mich kann das Spiel ruhig noch länger gehen, ne? Also ich habe da gar keinen Bauchschmerz mit, das macht echt Bock. Mir gefällt das richtig gut. Halt vom Aufbau her, die einzelnen Bereiche sind auch relativ kurzweilig. Die Farm war zum Beispiel jetzt vergleichsweise lang, muss ich sagen. Bei der Kirche ging es noch einigermaßen. Bin gespannt, wie jetzt hier das Krankenhaus werden wird. Aber ich schätze mal, auch hier wird es dann noch irgendwie eine Untergrundbasis mit Experimenten geben.
und wahrscheinlich irgendwelche Biowaffen, die ich hier noch besiegen darf. Aber das werden wir wahrscheinlich dann morgen erfahren, bei der morgigen Aufnahme. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Danke euch fürs Einschalten, hoffe natürlich auch, dass das Spiel euch gefällt und ja, sagt dann einfach mal, bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.